Laut Deutscher Krebsgesellschaft ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und wird 70.000 Mal in Deutschland diagnostiziert. Aber nur, und das bitte unter Anführungszeichen, 700 Mal bei Männern. 17.000 Frauen sterben jährlich daran. In diesem Video erfahren Sie, wie eine Schilddrüsenfehlfunktion zu Brustkrebs führen kann und wie man sich davor schützen kann. Sehr geehrter Zuseher, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Erich Putz. Ich bin Arzt im Ruhe- oder vielleicht besser ausgedrückt im Unruhestand. Meine Recherchen zu Schilddrüsenfehlfunktionen erfolgten nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse, sondern auch aufgrund eigener Betroffenheit. Schnell wurden mir bei meinen Recherchen die Augen geöffnet für die zahlreichen Begleiterkrankungen, auch genannt Komorbiditäten, die im Rahmen einer bestehenden Schilddrüsenfehlfunktion auftreten können. So ist Brustkrebs nicht selten mit Schilddrüsenunterfunktion verknüpft. Wie bereits erwähnt, ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und hat zigtausend Todesfälle pro Jahr zur Folge. Die Opferzahlen lassen einfach erschaudern. Der Zusammenhang Brustdrüsenkrebs und Schilddrüsenunterfunktion ist vielleicht auf den ersten Blick etwas verwunderlich. Jedoch sind beide Drüsen über die Hirnanhangdrüse und den Hypothalamus in hormonelle Regelkreise eingebunden. Der Hypothalamus ist eine wichtige Hirnregion, der mit seinem Hormon TRH die nachgeordnete Hirnanhangdrüse zur Erzeugung spezifischer Hormone wie Prolaktin und TSH stimuliert. Aber auch ein Mangel an Schilddrüsenhormonen wie T3 und T4, wie er bei Schilddrüsenunterfunktion auftritt, stimuliert die Hirnanhangdrüse zur Produktion der Hormone TSH und Prolaktin. Eine vermehrte Ausschüttung dieser Hormone durch die Hirnanhangdrüse hat beachtliche Folgen im menschlichen Körper. So ist TSH, das schilddrüsenstimulierende Hormon schlechthin, das die nachgeordnete, angeschlagene Schilddrüse zur Mehrarbeit anregt. Leider vergebens, sodass eine erhöhte Ausschüttung der Hormone TSH, aber auch von Prolaktin aufrecht bleibt. Wie bereits erwähnt, geht mit der vermehrten TSH-Ausschüttung durch die Hirnanhangdrüse auch gleichzeitig eine unerwünschte erhöhte Prolaktinausschüttung einher. Prolaktin ist das Milchhormon und wird während der Schwangerschaft und Stillzeit vermehrt gebildet. Es bereitet die Brustdrüsen durch Zellvermehrung und auch Zellvergrößerung auf die Stillperiode vor und fördert die Milchabgabe während der Stillzeit. Das Hormon TSH der Hirnanhangdrüse bewirkt über den sogenannten Natrium-Jodid-Synporter nicht nur eine gesteigerte Jodaufnahme in der Schilddrüse, sondern auch in den Brustdrüsen. Übrigens auch in den Eierstöcken. Der Natrium-Jodid-Synporter ist gleichsam eine Transporteinrichtung, vergleichbar mit einer Gondelbahn
zur Jodanreicherung in den Zellen. Neben dem Natrium-Jodid-Symporter regt das Hormon TSH zusätzlich in der Schilddrüse das Enzym duale Oxidase zur Arbeit an. Dieses Enzym, vergleichbar mit einem Pflanzhelfer, ermöglicht durch die Bildung von Wasserstoffperoxid den Einbau des angereicherten Jods in das Schilddrüsenhormon, sodass gleichsam das Schilddrüsenhormon mit Jod gespickt ist. In der Brustdrüse hingegen fehlt dieser zusätzliche Vorgang, somit bleibt die Organifizierung von Jod aus. Das angereicherte Jod wird zwischengelagert und beim Stillen an den Säugling weitergegeben. Wird das angereicherte Jod, das ja auch ein Oxidationsmittel ist, aber nicht weitergegeben, entfaltet es mitunter ein unerwünschtes Eigenleben, das zur Anhäufung von ROS führt. ROS steht für reaktive oxidative Spezies. Das sind aggressive Sauerstoffverbindungen wie Wasserstoffperoxid, Sauerstoffsuperoxid, Hydroxidradikale und andere Verbindungen. Gewinnen diese aggressiven Verbindungen die Oberhand bei den biochemischen Reaktionen, treten drastische Hitze- und Druckschäden in unmittelbarer Umgebung in der Zelle auf und führen letztlich zu einer sterilen Entzündung. Besonders anfällig für diese aus dem Ruder laufenden Kollateralschäden sind Zellen in der Teilungsphase. Hält dieser Zustand über längere Zeit, mehrere Jahre an, wird dem Brustkrebs der Weg bereitet. Bei einer unerkannten oder unzulänglich behandelten Schilddrüsenunterfunktion über Jahre hinweg verursachen also vermehrt abgegebenen Hormone wie TSH und Prolaktin durch die Hirnanhangdrüse krankhafte Veränderungen in der Brustdrüse. Nicht selten tritt immer wieder eine bakterielle beziehungsweise auch abakterielle Brustdrüsenentzündung auf, genannt Mastitis, verbunden mit Spannungsgefühl, Rötung, Schwellung und Galaktorö. Unter Galaktorö versteht man tropfenweisen Milchfluss der Brust außerhalb der Stillzeit, verbunden mit einer Hyperprolaktinämie. Hyperprolaktinämie bedeutet ein erhöhter Prolaktingehalt im Blut liegt vor. Der normale Prolaktingehalt im Blut ist 3,8 bis 23,2 Mikrogramm pro Liter. Befindet sich die Frau noch im gebärfähigen Alter, tritt nicht selten eine Störung des Menstruationszyklus auf. Auch ein Prolaktinom kann die Ursache von erhöhten Prolaktin- und TSH-Werten sein und so die Entstehung von Brustdrüsenkrebs begünstigen. Ein Prolaktinom ist ein gutartiger Tumor in der Hirnanhangdrüse. Das Prolaktinom tritt mitunter auf im Rahmen einer unerkannten oder unzulänglich behandelten Schilddrüsenunterfunktion. Früher zählten die Prolaktinome zu den sogenannten exotischen Gebilden in der Medizin. Mittlerweile sind sie so häufig, dass sie Thema des prominent besetzten Arbeitskreises Fürth in Bayern sind. Es kommt vor, dass Prolaktinome Sehprobleme verursachen, nämlich Doppelbilder,
bzw. Gesichtsfeldeinschränkungen. Der Tumor in der Hirnanhangdrüse, das Prolaktinom, übt während des Wachstums einen Druck auf die Umgebung aus und die in der Nähe befindlichen Sehnerven werden dadurch komprimiert bzw. beschädigt. Die Behandlung duldet keinen Aufschub. Bei Verdacht auf ein Prolaktinom muss unbedingt das Hormon TRH des Hypothalamus erhoben werden. Der Hypothalamus stimuliert nämlich mit seinem Hormon TRH die Prolaktinbildung in der Hirnanhangdrüse und so auch mitunter die Prolaktinomentstehung. Die alten TSH-Richtwerte leisten leider Gottes nur einen unzulänglichen Beitrag, um eine Schilddrüsenfehlfunktion frühzeitig zu erkennen. Unverständlich, dass mit so einer Beharrlichkeit an diesen fragwürdigen Laborwerten bzw. Richtwerten festgehalten wird. Die neuen TSH-Richtwerte sind 0,4 bis 2,5 Millieinheiten pro Liter und wurden bereits im Deutschen Ärzteblatt im Jahre 2007 angeführt. Sie werden auch von internationalen Kapazitäten bei diversen Kongressen immer wieder zur Sprache gebracht. Im Hinblick auf die Vorbeugung und Verhinderung eines Rezidivs bei Brustdrüsenkrebs spielen diese neuen Richtwerte eine eminent wichtige Rolle. Auch ist ein Schilddrüsenultraschall unabdingbar. Diagnose: Jede wiederholt auftretende Mastitis heißt Brustdrüsenentzündung. Jeder Morbus Schimmelbusch, Schrotkornbrust auch bezeichnet, und jeder Knoten mit Verdacht auf Mammakarzinom muss neben der üblichen Befunderhebung auch eine Abklärung im Hinblick auf Schilddrüsenunterfunktion nach sich ziehen. Natürlich müssen bei der Beurteilung der Schilddrüsenlaborbefunde die neuen Richtwerte zugrunde gelegt werden für TSH im Blut und Jod im Urin. Der Jodgehalt im Urin ist mit 100 bis 150 Mikrogramm pro 1 Gramm Kreatinin zu veranschlagen. Therapie? Im Falle von Mammakarzinom erfolgt eine Operation und möglicherweise auch eine Chemotherapie. Unbedingt danach trachten, einen Vitamin D-Wert zwischen 50 und 75 Nanogramm pro Milliliter zu haben. Vitamin D stärkt die Immunabwehr enorm. Bei zusätzlicher Schilddrüsenunterfunktion erfolgt Diät durch Jodkarenz oder zumindest Jodarmut und gleichzeitige Kontrolle der Hormone TSH und Prolaktin sowie der Schilddrüsenhormone T3 und T4 und Jod im Harn, und zwar in kurzen Abständen. Der Jodgehalt im Urin gibt Auskunft, ob ein allfälliger Jodmangel in den Lebensmitteln verantwortlich ist für eine Schilddrüsenunterfunktion oder, wie in den allermeisten Fällen, eine Jodverwertungsstörung in der Schilddrüse die Ursache ist. Fällt man mit den Laborwerten in die neuen Referenzbereiche, sind die Diät und gegebenenfalls die Medikation erfolgreich. Nicht selten ist die Einnahme von Schilddrüsenhormontabletten, zum Beispiel Novotiral oder Eutirox, bei Brustkrebs geboten. Mehr dazu unter www.jodexzess.com. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.